Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal und heute mit einem etwas anderen Format. Vorab nochmal frohe Weihnachten, nachträglich sozusagen, und auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ja, es kamen in letzter Zeit nicht so viele Videos, vor allem auch nicht von mir, weil ich von der Hochschule einfach komplett mit eingebunden war. Ich habe noch einen Hiwi-Job mit angenommen, dann wurde ich. Ja, dann gab es halt 10 Milliarden Labore, die wir noch erledigen mussten. Da bin ich sowieso nicht hinterhergekommen. Im Moment geht's. Jetzt ist ja so die Weihnachtszeit. Demnächst stehen die Prüfungen an. Das sind aber nicht so viele. Sind mehr Arbeiten, die man zu Hause schreibt. Und ja, heute gibt's ein etwas anderes Video als sonst. Und es war die, beziehungsweise es gab auch einen Grund, warum ich irgendwann halt nicht so viele Videos mehr gebracht habe, war, dass ich meine Audioqualität ein bisschen schlecht fand. Und in dem Sinne habe ich mir tatsächlich von meinem Weihnachtsgeld ein bisschen was besorgt. Und ja, ich würde sagen, das wollte ich euch heute mal zeigen, wollte mal so ein kleines Unboxing machen. Und sozusagen die bisherige Qualität vergleichen und also die bisherige Qualität mit dem neuen dann vergleichen. Und zwar habe ich mal ein bisschen mehr Geld investiert. Es hat so um die 135 € gekostet. Könnt ihr ja mal googeln. Braucht ihr nicht googeln, gibt es bei Amazon. Seht auch gleich, was es ist. Und zwar zeige ich das mal. Moment. Habe ich mir hier das schöne Stückchen geholt. Das Rode NT-USB. Ist ja eigentlich ein, beziehungsweise Rode ist ja so eine Firma, die wurde von recht vielen YouTubern immer benutzt. Da zwar nicht das USB-Headset, aber, oder nicht das Headset, sondern das USB-Mikro. Und das Problem ist, wenn man ein normales Mikro hat, dann braucht man dazu meistens noch ein Mischpult und das kann ich mir dann leider doch nicht leisten. Ja, hier so um die 135 € dafür ausgegeben, für dieses gute Stückchen. Und ja, USB ist einfach. Das heißt, beziehungsweise das ist hier sogar sehr gut gemacht. Wir können hier einfach sagen Plug and Play. Das heißt, wir brauchen keine Treiber installieren. Ich stecke das einfach ran. Und ja, das war es eigentlich schon. Ich habe schon hier aufgeschnitten, man sieht es. Aber ich habe es selbst noch gar nicht aufgehabt tatsächlich. Ich habe mir so gedacht, na, hätten wir mal die Spannung ein bisschen oben. Ne? Und ich werde das mal heute ausnahmsweise mal mit euch zusammen aufmachen. Ausnahmsweise. Zur Aufnahme, ich nehme hier tatsächlich mit der Webcam auf, die ich schon seit gefühlt 20 Jahren habe. So alt, bin zwar 20, also so lange habe ich sie noch nicht. Aber so 4, 5, 6 Jahre kommt schon hin, dass die so alt ist. Ja, kommt ungefähr hin. So, die Lasche ist offen. Ich würde sagen, wir schauen mal rein, was jetzt hier gibt. Dazu sei gesagt, ich sitze hier auf der anderen Seite. Ne? Also kann sein, dass das manchmal ein bisschen ungünstig liegt. Der Karton ist auch recht groß. Hat man ja gesehen. Ich weiß gar nicht, wie groß das Mikro sein soll. Aber mal schauen. So, hier haben wir eine schöne Schaumstoffabdeckung. Auch mal schön näher ab hier. Und da guckt uns schon was ganz Nettes an. So, einmal hier, das Dreibein. Moment. Ja, da war das Problem mit dem Platz. Gutes Stückchen, das habe ich schon in Amazon-Bewertungen gesehen. Das soll wohl nicht so toll sein. Problem ist wohl, dass das, was man auch merkt, das ist recht leichtes Plastik. Die Schraube Metall, klar. Das Gute ist, wenn man sich, ich habe es gerade geliefert bekommen, das Gute ist, man merkt, was Metall ist. Das, was Metall ist, oder was zumindest metallähnlich ist, ist relativ kalt. Der Rest, das Plastik, das wärmt sich recht schnell auf. So, das wäre das Dreibein, so ein bisschen Y-förmig. Moment, mal so rumpacken. Oder so rum, keine Ahnung. Muss ich nochmal gucken, wie rum ich das denn dann aufstelle. Einmal recht. Moment, eine andere Sache haben wir hier noch. Zwar haben wir ein recht großes USB oder kein großes, aber ein recht langes USB-Kabel. Das soll nur 6 Meter sein. Mein PC steht hier. Naja,
Lass es 50 Zentimeter weit weg sein. Ist aber egal. Falls man mal Studio braucht oder haben möchte, kriegt man, ne? Aber das ist schon mal nicht schlecht. 6 Meter kann man immer mal gebrauchen, falls man mal weiter weg ist. Dann, was gibt es hier noch? Eine schöne Ledertasche mit dem Handbuch von I Love Rode. Gebe ich mir vielleicht irgendwo mal drauf. Und ein bisschen Krams. Noch was? Ne, ist leer. Gut. So sieht der Karton jetzt aus. Und da gibt es noch so eine schöne Sache, die würde ich da gerne jetzt rausholen. So. Oh, ich habe gedacht, es wäre schwerer tatsächlich. So. Dann mal den Karton hier mal wegpacken. Zwar haben wir hier ein Mikro mit tatsächlich, mit Popschutz direkt. Uiuiui. Uiuiui. Das war, hat auch eine stattliche Größe, ne? Aber muss ich zugeben, nicht schlecht. Also meine Hände sind jetzt Moment, nicht unbedingt die größten. Aber das ist schon nicht schlecht. Der Popschutz und hier ohne Popschutz ist es ungefähr so groß. Und schon hier ganze Schweißflecken dran. Hier an der Seite haben wir irgendwie noch Lautstärkeeinregelungen. Da muss ich nochmal gucken, was die bringen. Ja, da kann man mal rumschwenken, auch in Achtung. Moment, was steht hier? Active your free extended warranty. Achso, Garantie, alles klar, das muss ich noch machen. Das macht auch Sinn bei solchen Sachen, die sind halt doch sehr teuer. So, und also es ist doch schon schwer, würde ich behaupten. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Moment, mal schauen, ob das hier dran geht. Natürlich geht es dran, sonst wäre es ja nicht dabei gewesen. So. Das war nicht ich, das war der Tisch. Alles klar. Natürlich sollte man es auch erst festschrauben. So, das Problem ist, das Ding ist wohl doch sehr schwer. So muss man es ungefähr so rum, denke ich mal, macht das schon Sinn. So, da ist es, das gute Stück. Ich würde sagen, ich schließe das mal an. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt habe ich das gute Stückchen hier mal angeschlossen. Hier, das Stöpkabel. Und diese steht sie nicht drauf. So, Windows 10 hat sich auch gerade gemeldet, dass alles wieder in Ordnung ist. Und ich würde sagen, meine Hände verabschieden sich jetzt wieder. Und ich schalte gleich mal um auf das neue Gerät. Bin ich echt mal gespannt. Und damit ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Mikro. Ich habe mir das schon mal ein bisschen angehört. Das klingt eigentlich sehr gut. Jetzt hier im Anschluss werde ich hier noch ein Dingens reinschneiden, ein bisschen was ich mit Gitarre gemacht habe. Ist nur ein kleines bisschen, ja, wie sage ich, ist halt nur so ein bisschen Freestyle gewesen. Freestyle in Anführungszeichen. Ja. Und ich wollte noch mal so eine kleine Ankündigung machen, und zwar zu Silvester, an dem Sonntag, an dem 31.12. habe ich vielleicht überlegt, dass wir mal so einen kleinen Countdown-Stream machen zu Silvester, sozusagen zu bis, keine Ahnung, 23:30 oder so, weil ich habe bis zu der Zeit relativ wenig zu tun, zum Weinen oder im Fernsehen kommt sowieso nur Scheiß. Das, was halt jedes Jahr kommt, außer, na, manchmal, manche Sendungen sind vielleicht auch mal ganz lustig. Und vielleicht kriege ich Marc noch mit dazu, dass wir da noch ein bisschen was machen können. Ja, ich habe so ein bisschen an den Stream, so PUBG oder Fortnite gedacht auf der Xbox. Dürfte eigentlich ganz gut funktionieren. Ansonsten, ja, was könnte man sonst noch machen? Sonst könnte man eventuell einfach nur mal ein bisschen Halo Multiplayer spielen. Einfach nur mal, keine Ahnung, einfach mal ein paar gemütliche Stunden miteinander noch verbringen. Je nachdem, ob mein Internet auch natürlich mitmacht. Das weiß ich natürlich auch immer nicht. Beziehungsweise, ob der Rest des Hauses das mitmacht. Weil manchmal ist das ja auch so, dass die Eltern für Silvester so ein bisschen was noch geplant haben, aber ich glaube nicht.
glaube, das wird nur Essen geben und dann zu 24 Uhr oder zu 0 Uhr dann einmal ein kleines Pepper hier Säckchen. Und dann einmal, wir dürfen hier eigentlich gar nicht knallen, soweit ich weiß. Ja, ne? Viel mehr wird das bei mir nicht sein, kein großes Gesaufe. Davon halte ich sowieso nicht so viel. Und ja, ich würde sagen, ich habe jetzt hier gerade 2 Minuten gesprochen. Und ja, mal schauen, was Marc dazu sagt. Ob er Lust hat, ob er nicht Lust hat, ist natürlich seine eigene Sache. Weil, ja, Familie halt, ne? Ist ja immer so eine Sache. Ansonsten denke ich mal, werden auch demnächst vielleicht sogar neue Videos von mir kommen, beziehungsweise von uns kommen. Im Moment habe ich ein bisschen mehr Zeit. Marc ist immer noch so ein bisschen beruflich eingebunden. Ich weiß gar nicht, oder ausbildungstechnisch. Wie auch immer. Und ja. Denke, das war's jetzt erstmal von den Sachen, die ich erzählen wollte. Das sind jetzt 3 Minuten ungefähr. Und ich hoffe doch, die Aufnahmen. Ich habe am Ende habe ich nochmal 2 verschiedene Aufnahmen. Einmal mit dem neuen Mikro, das ist die erste. Und dann habe ich einmal die zweite Aufnahme, die ist ohne, also die ist noch mit meinem alten Headset-Mikro. Da habe ich die beiden so ungefähr nebeneinander gelegt. Und ja, natürlich kriegt man ja, in so einem Headset nicht unbedingt dieselbe Qualität hin wie halt in so einem Mikro. Ist auch klar, das erwartet man von einem Headset auch nicht. Aber für YouTube ist es halt irgendwann doch wichtig, dass man eine gewisse Audioqualität erzeugt. Und dafür ist halt so ein Mikro einfach viel besser. Zu meinem Headset, ich hatte vorher noch das Turtle Beach PX22 ist das, glaube ich. Das gab es mal im Angebot. Da hatte ich mir das geholt. Das ist vom Klang her in Ordnung. Ich finde, das Mikro rauscht halt nur ein bisschen sehr dolle. Und ja, also dass ich, soweit ich weiß, oder soweit ich es raushören konnte, ist das Hintergrundrauschen bei den Räuschen. Das Hintergrundrauschen bei dem Mikro eigentlich kaum vorhanden. Ja, ich denke, das war's. Jetzt kommt es schon wieder hier so wie bei den WhatsApp-Sprachnachrichten. Und ja. Jetzt müsste eigentlich Ende sein. Und ich würde sagen, falls ich streame, dann mache ich noch so eine kleine Stream-Ankündigung in Form meines Videos auf unserem Kanal. Je nachdem. Und ob wir auf Twitch, neue Streaming-Plattform, Streaming Twitch, nein, ob wir auf Twitch oder auf YouTube streamen, müssen wir nochmal gucken. Wird wahrscheinlich Twitch sein. Gehe ich zumindest von aus. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Thank you.
So, das war's zu meinem kleinen Video zu diesem nicer, Mikro. Und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr das Video bewerten würdet. Auch wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr es auch gerne weiterbewerten oder könnt ihr es auch gerne bewerten. Oder Kommentare schreiben oder was auch immer. Schreibt, wenn es euch nicht gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Dann können wir nämlich auch daran arbeiten. Und falls es euch gefallen hat, schreibt auch gerne mal rein, was euch besonders gefallen hat. Denn mit unserer Reichweite oder mit unserer Größe freut man sich halt echt über jedes Like, über jeden Kommentar, sonst wie. Auch wenn er negativ ist, dann wissen wir wenigstens, woran wir arbeiten können. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.